So, den haben wir. Yes, wenigstens ein Kill. Ist das nicht schön? Hallo und herzlich willkommen zu Dulli TV. Heute mal in ungewohnter, schneller Position. Kein Greenscreen hinter mir. Ich sitze auch jetzt nicht an der Xbox oder am PC, denn ich sitze an meinem Handy. Und zwar an meinem iPhone 8 Plus. So ist die Größe hier. Und wir spielen heute Fortnite, denn Fortnite ist auf Mobile Devices rausgekommen. Total überraschend. Ich habe mich angemeldet für die Beta. Auf Android und iOS ist es jetzt verfügbar. Und dort kann man sich mit den Xbox, PS-Accounts und Steam und was weiß ich alles anmelden. Und dann kommt man einfach rein und kann dort weiterspielen, wo man auf der Konsole, auf dem PC aufgehört hat. Und kann das Ganze unterwegs spielen. Und ich dachte mir, es ist rausgekommen. Ich mache mal ein ganz schnelles Video, damit ihr kurz seht, wie es aussieht. Hier einmal kurz in die Kamera gehalten, so sieht es gerade aus. Und ich würde einfach mal sagen, ich drücke jetzt auf Spielen. Und dann schauen wir mal, wie schnell das hier geht. Ich bin jetzt gerade im WLAN drin und spiele Solo. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht mobile. Ich habe gerade schon mal eine Runde Solo gespielt und muss sagen, die Steuerung ist, wie man es kennt, von unterschiedlichsten Shootern auf Mobile. Also es gibt ja zum Beispiel Rules of Survival, das ist ja auch so ein PUBG Battle Royale Klon, den man auf Mobile spielen kann. Und wenn man sich jetzt mal hier so umschaut, mit dem rechten schaut man sich um, mit dem linken Daumen bewegt man sich, mit dem rechten Daumen kann man auch springen. Man kann auch beim Zielen schießen, indem man hier oben auf die Dings klickt, auf die Spitzhacke. Wenn wir jetzt hier noch irgendwo was rumliegen haben als Waffe. Ich sehe jetzt gerade nichts. Aber ich muss sagen, die Steuerung ist doch schon sehr intuitiv und gefühlt, so wie man es steuert, erinnert es eher an eine Maus als an einen Controller, da man ja mit dem Daumen auch sehr schnell von links nach rechts, oben, unten. Also ich kann hier, was ich mit einem Controller nicht kann, mal easy so ein 180 machen. Ich kann gleichzeitig hacken und also man kann natürlich nicht gleichzeitig laufen und sich umschauen. Doch, Moment. Man kann laufen und sich umschauen, man kann laufen und schießen, man kann aber nicht sich umschauen, laufen und schießen. Das geht nicht. Wenn ich umschauen und schießen will, dann muss ich stehen bleiben. Ich kann natürlich immer so kleine Taps machen und mich dabei bewegen. Das geht natürlich auch. Das Baumenü ist natürlich auch ganz normal. Die Grafik sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Wenn man die Karte hier aufmacht, gehen wir mal raus. Natürlich Rennbahn gehen wir raus. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Ich muss sagen, die Grafik gefällt mir auch sehr gut. Ich habe nichts zu mängeln. Auf dem kleinen Bildschirm sieht man alles genauso wie auf einem großen Bildschirm. Also gefällt mir sehr gut. Springen wir hier mal raus. Schauen uns mal die Map an. Es läuft extrem flüssig. Wie gesagt, es ist jetzt gerade rausgekommen. Server absolut kein Problem, Spiel kein Problem, es ist wirklich easy peasy McSweezy, geht super einfach und ich kann nur sagen, wenn ihr Bock darauf habt, meldet euch für die Beta an und ansonsten wartet einfach, sobald es öffentlich im Store ist, im Android bzw. im App Store und ladet euch es runter und probiert es, weil es wird auf jeden Fall kostenlos sein. Ihr könnt genau da aufhören und weitermachen, wo ihr mit eurem Account normalerweise spielt, auf der Konsole oder auf dem PC. Und, also es macht Fun. Ich kann nur sagen, es macht wirklich Fun. Wo wurde ich jetzt hier? Ich wurde jetzt schon abgeschossen, glaube ich. Egal. Ich renne jetzt erstmal weiter. Genau. Man hat hier, was wir jetzt gerade schon sehen, einen so einen Rand, der einem zeigt, wo was gerade ist. Also wo ich gerade den Schatz finde zum Beispiel, etc. Also ist alles sehr einfach gemacht. Nochmal Spitzhacke. Kann hier alles sehr einfach auch auswählen. Ich werde jetzt hier nicht das heftigste Match meines Lebens spielen wahrscheinlich. Nein, ich falle auch einfach direkt mal hier zwischendurch.
und komme jetzt schon nicht mehr hoch. Das habe ich natürlich legendär gemacht, muss man einfach sagen. Egal, ich scheiße jetzt gerade einfach mal auf die Truhe. Und will euch ja auch nur einen kurzen Überblick darüber geben, wie sich das Ganze so spielt. Und ich muss sagen, es spielt sich gut. Also es ist wirklich angenehm. Die Sachen sammeln sich von alleine auf. Ich kann anvisieren, also die Schulter auch anvisieren. Wenn ich hier auf die Map klicke, das habt ihr ja schon gesehen. Ich kann ganz normal springen. Brauche ich natürlich mal ein bisschen Health. Schau mal, ob ich direkt hier zur Ruine gehe und schaue, ob es da was gibt. Interaktion grundsätzlich einfach nur drauf tippen, beziehungsweise er macht eigentlich alles auch alleine. Also wenn ich auf eine Tür zulaufe, dann macht er die automatisch auch auf. Das ist ganz wichtig mal zu sagen. Ja, und ansonsten ist es im Prinzip Fortnite, so wie man es schon kennt und mag. Also ich glaube, das Auto aufsammeln, das kann man auch noch ausmachen, weil manchmal will man ja nicht alles Gelump aufsammeln, was so rumliegt. Schauen wir mal, was hier ist. Haben wir hier noch eine Schiffskiste? Nein, hier ist keine Kiste. Aber hier liegt Munition, die nehmen wir immer gerne mit. Okay, dann wo finden wir denn jetzt mal hier einen Los Gegnos? Genau, nachladen ist einmal drauf tippen. Waffe wechseln ist auch so. Wenn ich was bauen will, habt ihr ja gerade schon gesehen, komme ich hier einfach ganz easy durch aufs Baumenü. Anvisieren, so kann ich hier auch. Und dann kann ich mit der linken Taste jetzt auch schießen, weil sonst könnte ich ja nicht gleichzeitig mich bewegen und also anvisieren und schießen. Das Ganze wäre natürlich, glaube ich, noch besser, wie auch auf Konsole und PC, wenn man das Ganze mit einem Headset spielt, damit man auch weiß, von wo die Schüsse gerade kommen. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier nicht auf Performance und Skills. Ich will euch einfach nur einmal kurz zeigen, wie sich das Ganze so spielt, Mobile. Und erwarte mir jetzt auch nicht hier die großen Kills. Ich schaue einfach mal, wie weit wir kommen. Ah, hier, perfekt. Den nehmen wir doch. Wenn ich einen Trank habe, dann wird mir der auch nochmal angezeigt, dass ich den jetzt gerade nehmen kann. Okay, hier haben wir jetzt gerade keinen. Perfekt, dann können wir den auch noch nehmen. Aber keine Truhe hier im Haus. Dann sind wir wenigstens ein bisschen ausgestattet. Wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Wir müssen hier runter. Wir müssen hier runter. Sehr gut, das haben wir gut gemacht. Baumenü wieder zu. Armbrust raus. Nichts drin. So, ich schaue jetzt mal, ich suche jetzt mal gerade nach dem Gegner. Ich suche jetzt wirklich nach Action, damit wir hier möglichst schnell auch mal ein bisschen Action sehen. Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt direkt drauf gehe. Es ist wirklich gerade einfach nur mal zum Zeigen, wie das Ganze so aussieht. Dachte mir wirklich, ich mache mal eben einfach ein schnelles Video, weil das interessiert euch bestimmt. Weil ich habe gemerkt, dass viele irgendwie mitbekommen haben, dass das für Mobile rauskommt. Aber irgendwie haben die meistens dann verpeilt, sich dafür zu registrieren. Deshalb, gut. Zeige ich euch jetzt mal kurz, wie die Beta aussieht. Ich glaube, ich renne noch in die richtige Richtung, ja. Guck mal, ich renne in die Mitte des Kreises und habe noch keinen gesehen. Das ist auch verrückt, oder? Ich bin jetzt hier nicht gerade unauffällig unterwegs. Komm, wir setzen uns jetzt hier auf den Sniper Tower und gucken mal runter. Schauen mal, ob wir jemanden finden. Wie gesagt, die Steuerung erinnert eher an eine Maus als an einen Controller. Auch wenn natürlich zwei virtuelle Sticks simuliert werden in dem Sinne. Ich muss sagen, ich glaube, dass man auch, wenn ich jetzt von einigen gehört habe, dass das im Crossplay unfair wird im Mobile, weil Mobile, Maus und Controller unterlegen sind einfach.
Ich sehe das nicht direkt, weil ich glaube, wenn man sich hier richtig reinfuchst in die Steuerung vom Mobile, kann man auch ordentlich was reißen. Man ist jetzt nicht hier grundlos unterlegen, meiner Meinung nach. So. Wir stehen in der Mitte des Kreises und haben immer noch niemanden gesehen. Ist doch verrückt, oder? Das ist immer so bei Fortnite. Man stirbt beim Rausspringen in 9 von 10 Runden, aber wenn man da mal wirklich jemanden sucht, findest du keinen. Dann findest du einfach keinen. So ist das. So, habe ich da was gesehen gerade? Nein. Da ist auch nichts. Komisch. Wirklich komisch. Hallo, wo seid ihr denn? So viele leben dann gerade noch? 21. Okay, wir sind jetzt schon unter den Top 30. Das ist doch super. Ich weiß, mit Warten zu gewinnen ist immer scheiße, aber wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen hier auf unserem Sniper Tower. Weil wir sind einfach mal wirklich exakt in der Mitte. Das gibt's doch gar nicht. Dann nehmen wir uns die Schrotflinte in die Hand und setzen uns einfach mal hier hin und dann gucken wir mal. Verrückt, oder? Ihr habt ja genau gesehen, wie gerade. Ich bin einfach quer durchs Feld in die Mitte des Kreises gerannt und sehe niemanden. Gerade als ich die erste Runde gespielt habe, da war das ein Massaker. Jetzt leben nur noch 18, beziehungsweise 19 mit mir. Ja, wenn ich jetzt mit Kopfhörern spielen würde, das wäre natürlich ein bisschen vorteilhafter. Okay. Ja, also ich halte wirklich Ausschau, ey. Ich sehe hier gerade niemanden. Muss ich vielleicht an den Rand des Kreises, aber eigentlich geht doch in der Mitte immer die Action ab. Habe ich da was gesehen? Es sah gerade so aus, als hätte sich da was bewegt. Das ist auch nix. Da ist auch nix. Ey, Boys, wo seid ihr denn? Ja. Nee, wenn ihr Fortnite auf dem Mobile schon mal gespielt habt, dann schreibt doch mal unter die Comments, wie euch das Ganze bis jetzt gefällt. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin sowas von überrascht, dass es so unglaublich flüssig läuft und die Steuerung auch extrem intuitiv ist, muss ich sagen. Also, wirklich, ich hab's angemacht, man kriegt zwar so einen kleinen Screen, welcher Knopf was macht, aber den brauchst du gar nicht. Also, das ist wirklich, deine Daumen machen genau das, was du denkst, was sie tun müssen. Und ist top. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Sind wir hier wirklich unter den Top 20 schon und haben nicht einen Gegner gesehen, obwohl wir in der Mitte rumhängen. Verrückt, oder? Ja. Was war das? Ich hatte gerade was gehört. Ich hätte mir echt meine Kopfhörer hier mal hinhängen sollen. Naja, für so ein schnelles, ich teste mal eben, muss das jetzt reichen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich wirklich der Einzige bin, der sich hier oben auf den Tower setzen will. Wenn der genau in der Mitte des Kreises ist. Verrückt. Salty Springs. Keine Gegnerz. Da habe ich was gehört. Schüsse. Wenigstens schon mal Schüsse. Das ist schon mal gut. Na, wo seid ihr? Habe ich da was bauen sehen? Nee, da hat nichts gebaut. Ja, in der Ferne ploppen Sachen manchmal noch auf. Hier bauen sich manchmal die Sachen erst langsam auf. Aber das ist wirklich nicht so tragisch. Die Fernsicht ist trotzdem gut. Und wenn ihr das schon spielt, dann interessiert mich auch, auf welchem Device ihr das spielt.
Weil, wie gesagt, ich spiele jetzt hier auf dem 8 Plus. Das ist ja relativ performant. Da wäre auch mal interessant zu wissen, weil ich jetzt hier gerade kein zweites Handy zur Hand habe, wie das so auf Android läuft und ja, wie das vielleicht auf kleineren Displays läuft, weil so ein Plus ist natürlich schon ziemlich groß jetzt auch. Also ich habe extrem viel Fläche, also mal zum Verhältnis zum Daumen, so viel Fläche habe ich. Das ist schon viel. Also ich habe auch, obwohl ich die Daumen jetzt hier zwei Stück auf dem Display habe, sehe ich natürlich noch sehr viel. Das ist schon ein Vorteil bei so einem Mobile Game. Ich würde einfach mal jetzt gerne jemanden abschießen, ehrlich gesagt. Aber ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Was ihr auch mal in die Comments schreiben könnt, ist, ob ihr Bock habt so auf Mobile Games. Soll ich mal ein paar Mobile Games einfach zocken und euch die zeigen? Und testen? Ich glaube, so ein Rules of Survivals wäre auch mal ganz interessant zu schauen. Da ist doch jemand. Oh, der hat schon gesessen. Das machen wir nochmal. Ah, wo ist das Schwein? So, den haben wir. Yes, wenigstens ein Kill. Ist das nicht schön? Nur noch 5 HP. Aber eine lila Scar. Und ein Raketenwerfer. Geil. Dann nehmen wir die Schrotflinte noch mit. Und heilen uns erstmal. Oh, ja, das war's. Platz 7. Ich muss sagen, für mal eben spielen. Ich wollte gar nicht, wie gesagt, ich wollte gar nicht groß irgendwie was machen. Aber wir haben einen Kill gemacht. Wir sind in den Top 10. Ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen, wie das Spiel aussieht und was man darin machen kann. Wie gesagt, ihr könnt einfach eure, wenn ihr einen Battle Pass zum Beispiel gekauft habt, ist der mit eurem Account verknüpft. Das heißt, ihr könnt auf allen Devices, auf denen ihr spielt, eure Items nutzen. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt keinen Battle Pass, aber man sieht, die Sachen, die ihr freigeschaltet habt, die bleiben auch freigeschaltet. Ja, das ist Fortnite für iOS, also auf dem iPhone. Ich habe es gespielt auf dem iPhone 8 Plus. Schreibt mal, wie euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr Bock habt, sowas mehr zu sehen, könnt ihr auch mal in die Comments schreiben. Und wenn ihr selber schon gespielt habt, dann sagt mal, wie es euch gefallen hat. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, wie auch immer ihr das gerade guckt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut? Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!